Ja, Leute, willkommen bei Silberfeld Games und Moin. Ich bin der Flo. Wir spielen Madden NFL 18. Jawohl. Und bevor wir uns Woche 8 das Spiel gegen die Indianapolis Colts widmen, wollen wir doch mal uns mit den Trades beschäftigen. Wie ich euch ja das letzte Mal erzählt habe im Teammanagement, was wir so ein bisschen vorhaben. Und ja, was soll ich sagen? Es ist was Blödes passiert. Nach Woche 7 haben die Browns unseren Kicker vom Practice Squad geholt. Ihr seht es, der Jack Elliott ist nicht mehr auf unserem Practice Squad. Ich wollte ihn ja für Randy Bullock eigentlich ins Team stellen, weil ich Bullock loswerden will, weil er nichts kann. Haha. So, da sind uns die Browns zuvor gekommen. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Das ist der Nachteil, wenn man gute Spieler auf dem Practice Squad hat. Die können halt ohne Vorwarnung einfach weggeholt werden von anderen Teams. Finde ich ein bisschen blöd gemacht. Könnte man wenigstens so eine Mitteilung kriegen. Ey, pass auf. Die wollen ihn verpflichten. Aber okay. So ist es nun. Deswegen müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir das jetzt hier gestalten. Wir wollen ja weiterhin noch Joe Mixon ist wieder fit, ne? Jeremy Hill wollen wir traden und AJ McCarron wollen wir traden. Beide Verträge laufen zum Saisonende aus und ich denke, da können wir die jetzt, müssen wir nicht dann Free Agent gehen lassen, sondern die werden wir jetzt noch verscherbeln. So, was brauchen wir? Ja, Kicker können wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch, aber da gibt es nichts auf dem Markt. Wenn, dann müssten wir halt einen Trade eingehen, indem wir Bullock wegschicken und uns dafür einen anderen holen. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Aber als guter Owner werden wir jetzt mal rumtelefonieren mit allen Teams und gucken, wer dann einen Quarterback braucht, beziehungsweise einen richtig guten Running Back. Wir haben ein Angebot für Jeremy Hill bekommen von den Indianapolis Colts. Allerdings ein Viertrunden-Pick für den nächsten Draft. Und ein 5. und 6. jeweils für den übernächsten Draft. An sich nicht schlecht, wenn es da 3 Picks für nächste Saison wären, also für den nächsten Draft, würde ich es okay finden. Für den übernächsten Draft weiß ich nicht, ob wir die Franchise hier, die Online-Franchise, so lange spielen. Von daher schieße ich mir da vielleicht ins Knie, wenn ich den da jetzt abgebe. Also werden wir mal gucken, ob wir ihn vielleicht noch besser verscherbeln können. Ja, was brauchen wir? Picks auf jeden Fall würde ich ja nehmen oder halt wir gucken mal nach einem rechten Guard oder eben einen Kicker. Ansonsten würde ich eigentlich nichts weiter verändern wollen. Die Position würde ich alle so lassen. Sollte sich da niemand verletzen, ansonsten haben wir ja immer noch Free Agent und Practice Squad. Also werden wir mal gucken ins Trade Center und machen, ja, werden mal rumtelefonieren quasi, schauen, welches Team denn einen Quarterback braucht. Dann sehen wir schon als erstes. Die Chicago Bears brauchen einen Quarterback, das wird Pico freuen. ich habe da gehört, dass Mitch Trubisky da nicht mehr so ganz willkommen ist, aber da werden wir den Trade jetzt nicht vorschlagen. So, die Bills brauchen keinen Quarterback, die brauchen einen Cornerback. Brauchen die Bears eigentlich einen Running Back? Ne, brauchen sie nicht. So, die Broncos brauchen einen Quarterback. Mhm. Die Broncos brauchen einen Quarterback. Was gucken wir mal den Kader der Broncos an? Was haben sie denn für einen rechten Guard zum Beispiel? Oh ja, zwei starke. Der ist 25, der ist 28. Aber wenn es nur zwei sind, ich will jetzt eigentlich ja kein großes Team kaputt kaufen. Wie stark ist eigentlich der Bowles hier? Hat schon 72er, der Rookie. So, wir gucken mal weiter. Die Browns, die brauchen auch einen Quarterback. Na, so ein Zufall. Und die haben unseren Kicker. Die Penner. Wir brauchen noch einen Quarterback. Na, die Bucks nicht. Cards auch nicht. Chargers nicht. Die Chiefs brauchen dringend einen Quarterback. Oha. Aber die haben doch eigentlich Smith und Holmes. Oder hat sich da was getan? Wir gucken mal. Personal, oh, die haben sogar drei Quarterbacks. Wieso brauchen sie denn da noch einen? Also das ist wieder dumm. Brauchen an erster Stelle, ihr seht es da rechts, Team Needs, ne? Nummer One Quarterback und haben aber mit Smith, mit Mahomes einen guten für die Zukunft und dann noch einen dritten hier mit Tyler Bray. Also weiß ich nicht, was das soll. Ist auch keiner verletzt von denen. Patrick Mahomes, 77 Euro, ey, das ist auch gut. Der gefällt mir eigentlich. Ich denke, der wird mal abgehen. Gut, soll uns nicht weiter interessieren. Ich weiß nicht, warum sie da dringend einen Quarterback brauchen. Colts brauchen auch nichts. Cowboys auch nicht. Die Eagles, die brauchen einen Quarterback. Wahrscheinlich als Ersatz für Carson Wentz. Was haben sie denn an Quarterbacks im
Wir haben auch drei. Nick Foles noch und ich habe mit McLaurin. Ja, weiß ich nicht, ob wir da McCarron hingeben. Der wird auch bloß nicht spielen. Hinter Carson Wentz. So, die Falcons brauchen auch nichts. Die brauchen selber einen rechten Guard. Die San Francisco 49ers brauchen einen Quarterback, ja. Da könnte er sogar, der hat einen 75 Overall, vielleicht kriegt er da sogar Starterchancen. Wir gucken mal. Brian Hoyer 76, ja. Bradhead 74. Und da haben sie schon einen getradet. Die hatten eigentlich noch einen. Boah, komme ich nicht auf den Namen, wie hieß denn der? Ah, I don't know. Okay, also 49ers. Achso, wir wollten mal gucken, was sie denn von rechten Guard haben. Oder wie viele zumindest. Auch zwei. Ah, die sind ja beide sehr schlecht. Können wir nichts mit anfangen. Kicker haben sie auch plus ein. Okay. Hat sich das erledigt. Die Giants brauchen auf jeden Fall einen Quarterback. Das wissen sie nur nicht. Die Jaguars brauchen auch dringendst einen Quarterback. Wir haben nämlich noch Blake Bortles und. Ach, Chad Henne, genau. Ja, die sind natürlich alle mega schlecht hier. Blake Bortles und dann 76 Overall. Da hätte sicherlich gute Chancen für AJ McCarron da in dem Team. So, was haben die Jets? Die brauchen auch ganz, ganz, ganz dringend einen Quarterback. Das ist auch ein interessantes Team, die Jets. Wir gucken mal. Die haben wir mit McLaurin oder McCoy. Ja, was hat denn der von Overall? 74. Ja, der ist ja auch schon 38, ey, alte Socke. Ja, Bruce Petty, Hackenberg. Mann, ey, das sind alles Luschen, die haben. Wir haben zwar vier, aber ich glaube, da brauchen wir auch nicht hin trainen. Weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Oder wir holen uns dann noch einen. Jetzt sind denn die 26-22er Christian Hackenberg. Aber was soll uns das bringen, ne? Wobei hier AJ McCarron mit Abstand Starter wäre. Also das nur mal so. Was haben sie denn für einen rechten Guard? Gucken wir mal. Zwei. Brian Winter. Tree Jackson. Aber beide Junge, der hier wäre vielleicht eine Option, aber na, ich denke, das machen wir auch vielleicht nicht. Die Lions brauchen auch, es braucht auch keiner einen Running Back, ne? Das ist doch, die brauchen, die Panthers brauchen einen Halfback. Da hinten haben wir es doch. Okay, die haben natürlich mit Craig Olsen auf der Quarterback-Position mehr als MVP vor zwei Jahren. Keine Frage, rechter Guard. Na, einen überhypten hier. Was kriegt denn der? Aber der kriegt nur Capit 2,2 Millionen, ey. Dre Turner. Da wird man natürlich die ganze O-Line der Panthers kaputt machen. Die Pats brauchen auch nichts. Die Raiders brauchen nichts. Die Rams. Die brauchen dringend einen Quarterback-Ersatz für Joff. Ich pick's nicht. Jared Joff. Oh, 76 ist gar nicht so stark eingeschätzt von Madden. Ist sicherlich mehr wert diese Saison. Gucken wir mal, die Ravens brauchen auch nichts. Der Paddy braucht nichts. Die Saints auch nicht. Die Seahawks nicht. Ja, sind wir schon gleich durch. Rechter End, die Texans brauchen einen Quarterback. Da hat sich ja Dings verletzt. Aber im Spiel müsste er noch fit sein. Die Sean Watson, ja. Tom Savage und Jimmy Clausen. Titans, Cornerback, Defense Tackle, Free Safety. Und die Vikings brauchen auch nichts. Okay, da sind wir wieder am Anfang. So, wo waren das? Die Browns. Wir gucken mal. Und zwar, die brauchen einen Quarterback. Die haben als Quarterbacks mit Cody Kessler ja ihren besten Mann, DeSean Kaiser. Na, AJ McCarron hat einen 75 Overall. Das ist natürlich nicht so doll, ne? Sean Kaiser da für die Zukunft, bei Cody Kessler auch noch nicht. Ja, den haben sie auch vor drei Jahren irgendwann getradet. Und da, ich weiß gar nicht, welche Runde das war, aber kein First-Round-Pick, glaube ich. Oh, Craven Hogan. Ja, die haben natürlich unseren Kicker. Wir haben trotzdem zwei Kicker. Der ist gut hier, Dan Carpenter. Na, das ist echt blöd. Vielleicht wollen sie ihn ja einfach traden. Wir versuchen es mal. Und achso, jetzt muss ich noch raus. Bei mir. Und dann suchen wir mal den Bullock. So, wir gucken einfach mal, was sie sagen. Achso.
Wieso sind sie jetzt rausgegangen? Zack. So, wo ist er? Der Elliot, da haben wir ihn. Den aussuchen? Jawohl, Advance. So machen wir das. Gucken wir mal, was sie sagen zu dem Trade. Okay. Was haben sie jetzt gesagt? Sie sind nicht interessiert. Mach ein bestes Angebot. Und da oben stand es ja. So, wir gucken mal die Jets. Ich habe uns mal rausgesucht. Den Hackenberg als Quarterback werden wir uns holen wollen. Vielleicht den Jackson als rechten Guard geben dafür ab. AJ McCarron und natürlich Randy Bullock. So, lassen wir das und mal gucken. Wir nehmen uns noch einen zweiten Pick. Mal sehen, was sie sagen. Ja. Oh, sie sind gar nicht so abgeneigt. Mal schauen, wenn wir den Pick nach unten korrigieren. Und zwar den Viertrunden-Pick nehmen. Ja, es wird schon besser. Wird wärmer. So. Dann haben wir noch einen in der fünften Runde. Yes. Und sie haben akzeptiert. Und damit ist der Trade zustande gekommen. Ja, bin ich doch zufrieden. Wir haben einen rechten Guard. Er ist zwar nur ein Overall besser, aber ein Jahr jünger. Ja, haben uns noch einen dritten Ersatz-Quarterback quasi geholt. Da tauschen ja RJ McCarron. Da machen sie natürlich einen Megasprung nach vorne. Und ja, sie haben einen neuen Kicker. Den müssen wir uns jetzt natürlich dann neu holen. Werden wir mal sehen. Aber wir sind ihn erstmal los. Ja, ich denke, das war doch mal ein Trade. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn für Kicker eigentlich auf dem Trade? Da haben wir O von den Bears. Der soll wohl getradet werden. Ich weiß gar nicht, ob Pico da noch einen zweiten hat. Connor Bart steht da auf dem Trade-Block. Das ist auch der einzige. Also werden wir mal gucken, wen wir noch so zur Verfügung haben. Auf jeden Fall. Ja, haben wir jetzt einen Guard, der nicht so luschig ist. Zwar nur ein Punkt besser, aber okay, ist egal. Ja, Quarterbacks bleiben so. Das ist ganz gut. So, wir schauen mal Free Agent. Ob es da noch einen Kicker gibt, weiß ich gar nicht. Ach, sind wir so, wo machen wir das? Aha. Auf dem Practice Squad bei den Browns haben wir hier noch den Zane Gonzalez. Warum haben sie den nicht von ihrem eigenen Practice Squad geholt? So, Free Agent haben wir dann noch Travis Coons. 25, der ist 22. Ah, der Rest fällt dann schon ganz schön ab. Der ist auch bei den Browns hier. Verstehe ich nicht. Was ist los mit denen, ey? Der hat so einen komischen Namen. Kaimi wird da ausgesprochen, aber das sind wohl 30 oder was weiß ich, 31 Buchstaben. Der Vorname ist ein Hawaiianer. ja, die haben zwei Kicker auf dem Practice Court und holen sich unseren. Also das finde ich eine Unverschämtheit. Also wirklich, die Browns, damit haben sie sich keinen Freund gemacht bei mir. Also im nächsten Division-Duell werde ich sie zermalmen. Aber der hier sieht doch ganz interessant aus. Zane Gonzalez. Ja, Kickpower ist gut. Ja, Stärke. Ja. Ja, der will aber auch 620 haben. Meiner hätte nur 130 haben wollen. Ey, das ist eine ganze Menge Kohle für einen Kicker, ne? Ich meine, wir haben zwar genug im Cap Room, aber 620.000 für einen Kicker? Ja, weiß ich nicht. Gut. Holen wir uns den. Schwuppdiwupp. Kicker geholt. Haben uns natürlich jetzt einen Ticken verschlechtert, dadurch, dass wir den Jake nicht bekommen haben. Aber so ist das. So, Freunde. Dann wollen wir ja jetzt noch den Halfback loswerden. Da schauen wir jetzt mal. Ich schaue mir mal kurz, welcher ein Halfback braucht. Und dann werden wir mal sehen, was wir da noch an Picks rausholen können.
So, die Panthers. Die Panthers ist das einzige Team, was ein Halfback braucht. Und dann werden wir das mal versuchen, in die Wege zu leiten. Jeremy Hill wird uns verlassen. Genau. Ja, und dann gucken wir mal bei den Panthers. Erstmal gucken wir uns die Halfback-Situation an. Die haben natürlich mit Jonathan Stewart und Christian McCarthy auch zwei ganz gute. Weiß ich nicht, ob Jeremy Hill da ein bisschen zu overhyped ist, also overpowered jetzt. Aber gut, soll uns nicht stören. Wir gucken mal, was wir noch haben. Ja, die anderen beiden sind natürlich hier Luschen und alt. Richacker und kenne ich überhaupt nicht, sagt mir nichts. Christian McCarthy ist natürlich eine mega Waffe. Ich finde den unheimlich geil, der Rookie. Das war der 8 Overall Pick dieses Jahr im Draft. Richtig, richtig geil. Der gefällt mir mega gut bei den Panthers. Wird sehr oft als Receiver, also fängt mehr Bälle, als dass er läuft, aber ich finde ihn richtig gut. Den natürlich im Tausch, damit würde ich gut leben können, glaube ich. Aber das werden sie nicht machen, denke ich. Wir können es mal versuchen, ganz frech. Oh, sie sind gar nicht so abgeneigt, aber... ja, wollen natürlich eine bessere Offerte haben. Aber von uns kriegen sie nicht noch mehr. Sondern wir gucken hier. Picks wollte ich gucken. Genau, was haben sie denn? Wir haben schon keinen Viertrunden-Pick mehr. Haben natürlich auch nicht sehr viel Picks mehr, ne? Das ist natürlich schwierig. Was mich gerade interessiert, die Colts haben uns auch ein Angebot gemacht. Brauchen die denn einen Running Back? Nö, brauchen sie nicht. So, die Panthers, ja, was machen wir da jetzt? Geben wir noch einen Pick ab? Wie viele Picks habe ich denn eigentlich? Aber wir wollten ja Picks sammeln, haben wir gesagt. Runde 1, Runde 2, 3, 4, 5, 6, 7, zweimal. Für 19 haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 2 mal 5. Tja, was soll machen? So, versuchen es mit den Panthers dann mal mit einem Second-Round-Pick für den 2018er Draft. Und ja, mal sehen, was sie sagen. Oh, sie sind fast interessiert, Mensch. Das klingt doch gut, das können wir da jetzt verbessern. Geht mal noch was drauf? Nee, nicht an Picks. Was habe ich denn noch zu verlieren? Ein Running Back nicht, Fullback haben wir keine... Wide Receiver haben wir eine ganze Menge. Ei. Die vier sind auf jeden Fall gesetzt. Dann haben wir hier noch mit Core und... Ah, die verdienen alle beide nichts. So, wir gucken mal. Titans haben wir nur die drei. Die Guards fallen raus. Tackles sowieso. Rechte Ends. Defense Tackle. Da haben wir nur die vier, weil da ja Pat Sims aufhört dieses Jahr. Linke Ends auch Outside Linebacker. Rechte haben wir eine ganze Menge. Könnten wir noch den dazugeben? Eventuell Jordan Evans. Weiß gar nicht, ist das ein Rookie eigentlich? 22, ja. Nee, dann behalten wir den. Cornerbacks. Ja. 23. Welche Saison ist der? Ein Jahr. Der war letztes Jahr Rookie. Wen haben wir hier? 25 Stunden. Josh Shaw. Spielt in seinem zweiten Jahr. Ja, die Safeties fallen auch raus. Ja, dann nehmen wir den Cornerback hier, Josh Shaw. Gehen wir den da oben drauf und dann gucken wir mal, was sie sagen. Müsste ja dann reichen. Normalerweise für einen Second Round Pick. Sehr schön. Und damit ist Jeremy Hill auch weg und jetzt ist unser Team
Teamaufstellung fertig soweit, denke ich. Wir lassen das so. Das Einzige, was wir noch machen, ist den dritten Halfback vom Practice Squad holen. Ja. Genau so sieht's aus. Halt. Und damit steht die Offense. Ja, das war eine Menge Quatsche und Geplänkel, aber ich habe das mal gesehen, wie wir das gemacht haben mit den Trades und so. Ja, Team steht jetzt. Bisschen verschlechtert sicherlich, aber dafür für die Zukunft besser. Beziehungsweise haben wir jetzt hier sogar einen rechten Guard, mit dem wir vielleicht arbeiten können. Wir werden trotzdem im Draft gucken, ob wir da noch einen Rookie kriegen und dafür vielleicht dann noch hier einen von den beiden Hannesons abgeben. Wie alt sind die eigentlich? 25 und der war 24, richtig? 25 auch, ja. Dann kann einer von denen gehen, wobei er ja hier sowieso rausfällt als Dritter. Ja, so machen wir das, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann Woche 8 spielen. Das Spiel gegen die Colts. Hupsala. Ja, das sind nochmal die Offerten, die wir gemacht haben. Gut, Leute, dann sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen informativ. Habe euch ein bisschen was erzählt über den einen oder anderen Spieler. Und ihr wisst jetzt, wie unser Team aufgestellt ist für den Rest der Saisons. Für den Rest der Saison. Quasi 6 Spiele haben wir gemacht. Wir hatten ja eine Bye Week dabei. Also kommen noch 10 Spiele. Richtig? Ja, muss ja, ne? Genau, 16 Spiele. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaltet ein bei Woche 8, wenn es gegen die Colts geht. Und dann sage ich danke fürs Zusehen, gebt mir ein Like, schreibt fleißig Kommentare drunter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Flo, ich bin raus.